Ja, hallo, hallo, wieder aus Wien. Wir hatten ja gesagt, wir probieren jetzt auch mal ein bisschen französische Weine. Ich glaube, das wird halt der erste Bordeaux. Regnerisches Wetter. Bordeaux ist ja Wein für Kranke, das Wetter macht verdrießlich. Ich war einfach mal unterwegs und habe einen etwas gereiften Bordeaux gekauft. Jetzt so in der mittleren Preisklasse. Château Larrivée Haute-Brion. Haute-Brion. Ja, ist gleich mal wieder. Ja, man hat, also ich habe immer das Gefühl, dann versucht man sich ein bisschen hoch zu eisen an dem, an den Namen. Kommt aus dem Gebiet Pessac-Lérignan. Jahrgang 2004. Das Ganze liegt im Grave. Grave ist eigentlich dadurch bekannt, dass eben Haute-Brion dort liegt. Also eins der Top-Weingüter in Bordeaux. Seit 1987 ist eben dieses Gebiet Pessac-Lérignan eine eigene Appellation. Also auf ca. 1000 Hektar wird da Rotwein hergestellt. Auf Entschuldigung. Also auf 290 Hektar Weißwein. Der Wein selbst kommt aus Lérignan, besteht aus 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, wird 14 bis 18 Monate im Barrique ausgebaut. Geschönt wird hier noch mit Elweiß. Und ja, sagt man so. Jetzt schauen wir einfach mal, wie das Zeugs mundet. Also Jahrgang 2004. Ja, also ich würde dem Wein jetzt nicht mehr so lange geben. Ich finde, der hat schon so ein bisschen so orangene Reflexe. Ist er jetzt also auf jeden Fall trinkbar. Reif. Schauen wir mal, ob er drüber ist. Drüber ist er nicht. Aber das ist jetzt also mal. Schöner Duft. Also so ein bisschen toastig auch. Aber es kommt ein starker Geruch nach Kirschen, nach schwarzen Kirschen. Ich finde auch Tabak. Tabak ist mit drin. Vanille. Klar, durch das Barrique. Okay, der Wein ist jetzt trinkfertig. Ich weiß nicht, ob man ihn noch länger einlagern kann. Ich finde ihn jetzt gut. Wirklich gut. Sehr samtig, sehr weiß, weich, Entschuldigung. Also die Tannine sind hier schon sehr, sehr abgebaut. Er ist sehr weich. Also der Merlot-Anteil waren, glaube ich, 60%, der kommt durch, der ist sehr geschmeidig. Es kommt aber auch die Johannisbeere durch, die schwarze Johannisbeere. Nicht schlecht. Muss ich als Burgundertrinker zugeben, wird jetzt doch mal öfters Bordeaux geben. Preislich, liegt der, glaube ich, zwischen, je nach Händler zwischen 25 und 39 Euro. Muss man, glaube ich, ganz gut gucken, wie man günstig an die Weine rankommt, an die gereiften vor allem.
Also bereitet schon. Trink Vergnügen. Ist ein schöner Wein. Jetzt in die Kategorie oberste Spitze würde ich ihn nicht einordnen. Ist was Schönes so zum Essen kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt gerade einen Perlhuhn in den Ofen geschoben. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Weiß nicht, was ihr denkt, aber Perlhuhn mit Bordeaux müsste doch eigentlich gehen. Ne? Schön Wein. Mit einer schönen Soße. Was ist drin? Gut, ich habe es mit Kirschtomaten und Kräutern gemacht. Naja, wird ja, glaube ich, ein Südfranzose geeignet. Aber trotzdem, schöner Wein. Ich würde sagen, also 40 hat er auf jeden Fall. Hat doch noch Tannine. Für mich ein schöner Bordeaux. Aber jetzt nicht die Spitzenklasse, da gibt es ganz andere Kaliber, preislich gesehen und so, vom Trinkvergnügen her. Würde ich mal 40 Punkten einordnen. Hoffentlich kriege ich jetzt keine Schläge, aber 40 Punkte Wein. Ich glaube, da müssen wir mal mehr probieren aus dem Bordeaux. Also, salut, bis zum nächsten Mal.